Damit herzlich willkommen zu meiner zweiten Let's Play Session zu Resident Evil 4, hier zurück auf Twitch. Da ich ja gestern bei YouTube versucht habe zu streamen, was ja gestern nicht so gut lief, bin ich jetzt wieder auf Twitch gewechselt und werde die Videos bei YouTube als VOD hochladen. Und ja, das ist meine zweite Let's Play Session zu Resident Evil 4. Wir machen jetzt weiter. Das wird jetzt ein sehr, sehr langer Stream. Wie lange, weiß ich noch nicht genau, aber er wird lange gehen. Und wie gesagt, ich werde dann immer ab und zu Pause machen und dann sehe ich dann als Punkt, um die Folgen zu beenden für YouTube. Also wenn ihr hier nicht mehr alles sehen könnt, auf YouTube geht's weiter. So, ohne groß zu reden, machen wir jetzt weiter mit Resident Evil 4, dem Remake auf der PS5. So. Hier sieht es mit der Qualität doch alles schon gleich viel, viel besser aus. Ja. Ja, ich habe mir mal ein Outfit gegönnt. Das würde ich mir gerne mal anziehen. Die Frage ist, ja, das ist das Outfit, was ich mir mal gegönnt habe. Ich fand das ganz cool. Aber wo zieht man das an? Naja, die Bonus gucken wir uns dann am Ende mal angucken. Sie können jetzt über Extras die Outfits und Accessoires der Charaktere wechseln. Da. Das Schurken-Outfit. So, weiter geht's. So. Ja, das sieht witzig aus, das Outfit. So, ja genau, wir sind hier stehen geblieben in der Kirche, wo wir jetzt nach unten müssen. Dann gehen wir doch mal runter, hä? Ja, unten brennt sogar Licht. Wie denn jetzt? Hinter dem Tor sind wir jetzt. Können wir das doch bestimmt aufmachen. Ja. Okay. Dann heißt es jetzt hier weiter. Wie sieht es mit unserer Munition aus? Pistole haben wir noch genug. Schrot haben wir auch.
Ja, können wir was herstellen? Ja, komm. Also ich habe echt zu wenig Platz. Brauche eindeutig mehr, mehr. Also größeren Koffer. So. Würde, glaube ich, mehr Sinn machen. Hinter mir ist ganz schön hell, kann das sein? Naja, egal. Mal kurz gucken, Aufnahme läuft. Ja, alles gut. Dann weiter im Text. Seh. Ich höre hier irgendwo Leute. Oh, war eine Weile, bis die Pfeile da sind bei dem, ja? Los, komm mal runter mit meinen Pfeilen. Nee. Kein Molotow. Aber daneben. Der ist weg. Ja, wie gesagt, ich habe gestern auf YouTube gestreamt und trotz dass 1080p angezeigt wurden, war es nur eine niedrige Auflösung. Was ich auch nicht so ganz verstehe. Aber es ist gut, dass ich es trotzdem noch nebenbei aufgenommen habe. Der mal umfällt. Was ist das? Da ist eine Viper. Ah, kein Messer. Ob das jetzt als 2 von 3 zählt? Boah, was? Komm her denn auf einmal her. Der hat mich jetzt ein bisschen überrascht. Also ein Bolzen habe ich wieder. Wahnsinn. Ne, aber alle drei wieder. Okay. Wie gesagt, ich bin echt mal gespannt, wie lange das Spiel geht. Ey. Hör auf damit. Bitte mich fahren. Der hat sich verwandelt und das Feuer hat sie gleich getötet. Finde ich nett. Oh, ein neues Messer. Er ist oben, oder? Ja. Nehmen wir uns mal. Und tschüss. Oh, hier war noch eine Kiste. Noch eine Handgranate. Ich glaube, ich kann mal ein paar Granaten benutzen, ne? Gibt's hier eigentlich irgendwo einen Schatz? Oh ja, sogar zwei. Da kam ich noch nicht ran.
Gucken wir die zwei hier finden. So, soll ich das noch aufnehmen? Da haben wir einen. Ahí está. La pisada los demás. Te vamos a romper. Er hat's überlebt. Voll um. Fällt das hin? Das fällt ja ganz nach unten. Okay, wir schießen schon mal runter. Frage ist, da hinten ist eine Leiter und da vorne auch. Eigentlich wollte ich ja eben noch sagen, ich habe zu viel Pistolenmunition, aber langsam wird es ja immer weniger. Mich hier runter? Nee. Aber hier ist auch noch was. Okay, haben wir 5 Schuss. Die Leiter geht hoch und die geht runter. Okay. Verstehe. Wir müssen erst hoch. Alles. Was? Wie komme ich denn? Das muss dann ein anderes Gebiet sein. Das ist ja frech. Ich will da runter. Gemein. Aber hier ist doch noch einer. Moment, ich habe was übersehen. Auf der anderen Seite. Hier drin. Oder ist auch unten in dem Bereich. Das kann natürlich auch sein. Weil hier sehe ich nichts. Na ja, gut, dann schauen wir da mal unten rum. Gehen wir erstmal weiter. Wir haben sie wieder die C4-Ladung verteilt. Okay, da wird es eh nicht lang gehen, deswegen gehen wir gleich hier lang. Oh, könnte jetzt der Troll kommen? Ja, es gibt Trolle in dem Spiel. Schießpulver. Ah. Alter, mein ganzes Inventar ist voll. Doof. Möchte mal wissen, wer das Ding benutzen soll. Das wirst du gleich sehen. Ja, mal eine Mission. Kampf der Medaillons. Es gibt 5 Medaillons hier. Steinbruch und Fischfarm. Oh, hier ist ein Händler. Nee, Schießstand.
Aber hier wird mir nur ein Medaillon angezeigt. Ach, da oben. Ich finde es ein bisschen zu einfach, dass die angezeigt werden, ehrlich gesagt. Das war damals nicht so. Aber ich weiß, was jetzt kommt. Das könnte jetzt echt nervig werden. Das wird laut. Da hüpft er weg. Aber hey, ich habe alle Raben erwischt. Nur sind die Hunde jetzt das kleinste Problem hier. Oh, sogar ein Saphir? Ah, hört ihr es? Ernsthaft. Natürlich gibt es da drin auch noch einen Schatz. Er schläft wohl gerade. Sehen tun wir noch nicht. Okay. Ja, die Überraschung wird schon ein bisschen weggenommen, wenn man das Original kennt. Aber den Aufbau an sich haben sie ja echt geändert. Ein bisschen zumindest. Das habe ich leider immer noch nicht. Oh, wir sind beim Händler. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass man die Schlüssel für diese Wegschreine erst kurz vorm Ende kriegt und dann darf man den ganzen Weg zurück. Mal kurz was gucken. Könnt ihr mich jetzt doppelt hören? Jetzt. Genau. Wollte nur mal kurz überprüfen. Ich habe hier ein paar Einstellungen geändert und da wollte ich noch mal wissen, ob die funktionieren. Scheinen aber zu funktionieren. Aber wie gesagt, hier auf Twitch ist die Qualität viel, viel besser als auf YouTube. Warum auch immer, obwohl YouTube eigentlich ein besseres Codierungsprogramm nutzt. Aber okay. Ja. Hier ist noch ein Schatz. Ich muss noch mal zurück. Es sieht aus, als ob ich da drankommen würde. Ist genau über mir. Ah ja, so eine Laterne wieder. Also einen gelben habe ich auch noch nicht gekriegt bis jetzt. So, schauen wir mal, ob wir da irgendwas kaufen können. Wo ist er denn? Da unten. Das heißt, hier gibt es auch wieder einen Speicherpunkt. Diesen Fahrstuhl. Also Schießstand. Und ein Schatz. Ein sechseckiges Steinvlies mit einem ungewöhnlichen Muster. Das ist kein Schatz, das ist ein wichtiges Objekt. Rieche schon lang? Nein, noch nicht. Sieht eigentlich die Augen aus von Leon. Schön rot. Das
des einen Knarre des anderen leid, Fremder. Das Zeug reicht für unsere ganze Abteilung. Was der Typ alles hat? Händlertipp, hol dir dein Geld zurück. So schön sich deine unbenutzten Waffen auch als Staubfänger eignen. Wie wär's, wenn du sie verkaufst und mit den extra Kohle eine Waffe aufpolierst, die du tatsächlich benutzt? Wenn du eine getunte Waffe verkaufst, bekommst du nahezu alle Ausgaben, die du ihr Verbesserung gesteckt hast, zurück. Es gibt keinen Hakenpartner. Wir wollen nur dein Bestes. Na klar. Willkommen. Können ja mal ich gucken. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot, Fremder. Im Grab bringt dir dein ganzer Krempel wenig. 64.000, aber die ist auch auf Maximum. Punisher kann weg, den nutze ich eh nicht. Bolzenwerfer hat mich leider auch nicht so überzeugt, der kann auch weg. Granaten, Blendgranaten. Oh. Besten Dank. So. Oh, wir haben drei. Ah, ich wollte ja für das Laservisier mal sparen. Sind eine feine Sache. Man kann damit heilen, töten, einfach alles. Deine Waffen sind... Langsam verstehen wir deinen Geschmack, Fremder. Das kannst du kaufen. Rezeptur, TMP. Aber er hat immer noch keinen das neuen ist, Koffer. Das ist, was ich derzeit habe. Finde ich ein bisschen schade. Okay. Na dann, was kann... Komm jederzeit wieder. Schießstand. Gibt's bestimmt auch eine Belohnung, ne? Willkommen, Fremder. Ist, glaube ich, das erste Mal, dass du dich auf dem Schießstand versuchst. Schießstandregeln. Zerstöre die Piraten und erreiche den Highscore. Waffen und Munition sind unbegrenzt verfügbar, noch dazu kostenlos. Basierend auf deinem Ergebnis verdienst du Jetons, mit denen du Spitzenpreise gewinnen kannst. Tausche deine Jetons an einen Jetonautomaten gegen Talismane. Die kleinen Kostbarkeiten bekommst du sonst nirgends, also keine falsche Bescheidenheit. Du kannst mir jetzt hier auf einmal zerstören, indem du auf die Stange Dynamit in der Nähe schießt. Sei vorsichtig, wenn du mit einem Matrosen erwischst, werden dir Punkte abgezogen. Für manche Ziele brauchst du es mehr als nur einen Schuss, baller auf sie ein, bis sie zerbersten. Wenn du bestimmte Bedingungen erfüllst, tauchen Bonusziele auf. Die Bedingungen sind von Schießübung zu Schießübung verschieden. Okay. Wo ist denn der Jetonautomat? Schon mal wissen, was es da gibt? Der hier? Jetonautomat. Mit drei silbernen oder goldenen Jetons können Sie am Jetonautomaten einen zufälligen Talisman ziehen. Je mehr goldene Jetons Sie einsetzen, desto höher die Wahrscheinlichkeit, einen seltenen Talisman zu ergattern. Aha. Okay. Cool. Das ist auch neu. Lässt die Nachladezeit etwas zu wünschen übrig. 7000. Probieren wir mal. 3, 2, 1. Leg los. Alter. War knapp. Genau so. Feierabend. Hobbyschützen-Trophäe. Immerhin beim ersten Versuch. Naja. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Manche der Scheiben sind nicht aus Pappe, wenn du so willst. Da ist es mit einem Schuss allein nicht getan. Also ich habe gesehen, dass manche Figuren diesen Totenkopf haben. Ich denke mal, wenn ich die Stelle treffe, gibt es mehr Punkte.
Versuchen wir es nochmal. 3, 2, 1, leg los! Lass mal daneben schießen. Ja. Schade. Damn it. Nicht gut. Aber hey, trotzdem mehr Punkte gemacht. Du hast ja nicht die Talente, mein Freund. So, wir mal mit dem Scharfschützengewehr. Nicht beide, aber schade. Okay. Ich muss zugeben, wir haben dich unterschätzt, Partner. Na komm, dann versuchen wir das dritte auch gleich nochmal. So. Alter. Nein. Oh, der ging in die eigenen Reihen. Ich befürchte, dafür gibt es Nachladen. Aber nicht so geil. Das ist schlecht. Und das Spiel ist vorbei. Das ist schwer. Nur B. Ja, wir haben uns nicht in dir geirrt, Fremder. Ist nett. Dann bis zum nächsten Mal. Und was kriegen wir? Talismane können an jeder beliebigen Schreibmaschine über Koffer anpassend gewechselt werden. Dr. Salvador gewöhnlich. 20% häufiger Herstellbonus auf Gewehrmunition. Die haben sogar Boni. Ist ja geil. Ich hab nur zwei. Wenn ich das dann nochmal für mich alleine spiele, dann muss ich da ein bisschen reinsuchten. Aber müssen wir nicht jetzt alles machen. Seid ihr wollt sehen, dann sagt mir Bescheid. Auch wenn ich wahrscheinlich dann schon durch bin, wenn ihr mich schreibt. Die Arbeit ruft. Ich hab kein Geld mehr, bin pleite. Können wir ja mal, obwohl ich Scharfschützengewehr. Ja. Links, Mitte oder rechts? Machen wir mal links. Das ist ja witzig. Cool gemacht. Warte mal, Aufbewahrung. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Platz, gell? So, Kräuter und so kann ich ja nicht reintun. Oh. Also ein bisschen blöd gemacht, finde ich. Aber na gut.
Immer das Geordnete hier. Er kann da bleiben. Ich habe echt nicht viel Platz mehr. Was soll ich mit... Oh, Gewehrmunition. Allerdings eins weg. Aber wenn wir da jetzt nicht trotzdem nicht wirklich mehr Platz jetzt haben. Ah, es geht. Ein grünes Kraut bräuchte ich mal. Oder zwei am besten. Okay. Hier unten ist noch ein Schatz. Und da liegt noch so ein... Naja, brauche ich jetzt nicht. Hier um die Ecke. Hier ist wieder so ein... Ah ja. Geil wissen, wie viel ich schon vorbeigelaufen bin. Natürlich brauche ich wieder einen Schlüssel. Aha. Frech. Dies ist frech. Wo muss ich jetzt hin? Boot fahren, ne? Was ist denn hier? Ich habe mir einmal eine Schatzkarte gekauft gehabt. Wird allein nur wegen der einen Schatzkarte hier alles angezeigt? Alter, wir haben aber schon guten Weg zurückgelegt. Okay, hier darf ich nicht lang. Dann heißt es doch oben durch die Tür. Komm ich wieder hoch? Ja. Na gut. Dann gehen wir mal hier lang. Wo sind wir jetzt? Jetzt auch ein Schatz. Aber hier waren wir, glaube ich, noch gar nicht, oder? Fernglas? Das war mal ein Polizist. Scheiße. Was mit meiner Kamera los? Was war das? Da müssen wir jetzt rein. Da drüben ist irgendwas. Sind wir auch hier wieder mit den Harpunen das Vieh erlegen müssen. Wie im Original. Ist hier noch ein Schatz? Ja, da hinten. Wenn das Bootsbenzin ausgeht, das Bootsbenzin wird zusammen mit dem Benzin für den Generator im Verarbeitungsgebäude bei der Fish Farm gelagert. Jeder nimmt nur so viel, wie er braucht. Aber das wird das Gebäude da sein, wa? Wo geht's hier lang? Die Fischfarm. Ja, müssen wir wohl erstmal das Benzin holen, denke ich mal. Bootsbenzin, ja. Gibt's einen Schatz und drei Medaillons. Dann holen wir uns das doch mal. Das war frech. Nochmal. Oh, fuck. Na,
aufs Haus. Was sagst du? War sauber. Können wir? Nein, kann man nicht. Ist das meine dritte oder? Na, wahrscheinlich zählt die eine, die ich schon benutzt habe, nicht dazu. Hey! Was soll denn das? Gute Nacht. Er hat verwandelt. Also von hier kam ich ja. Ja. Ist der runtergekommen? Yep. Also hier komme ich wieder zurück, okay. Irgendwas? Nein. Davon können ruhig öfters welche kommen. Eines Alo. Glaub mir, Ziel ist echt nicht einfach in dem Spiel. Klein A-Löschen. Jetzt müssen wir mal heilen.
Das will ich mit MP-Munition. So, ich wollte ja heilen. Oh, eigentlich will ich ungern so ein Spray benutzen. Naja. Ist hier noch irgendwas übersehen? Die lösen sich ja auf. Das ist drüben, ist auch noch ein Schatz. Ah, meine dritte. So, jetzt muss ich zum Händler zurück. Handgranaten habe ich mitgekriegt, sind echt wichtig. Schießpulver. Und dann kommt so ein Jumpscare aus dem Wasser. Das hört man die ganze Zeit. Antike Pfeife. Eine aufwendig gearbeitete Pfeife lässt sich sicher verkaufen. Okay. Was ist das? Eine Schlange. Da gibt's Fische. Ja, Forellenbarsch, die kann man auch verkaufen. Jetzt habe ich keinen Platz mehr. Ah. Doof. Oh, noch einer. Ah, ich habe echt keinen Platz. Dammit. Das hier war nur für Gewehr und... Okay. Wir schmeißen das mal weg. Eins. Irgendwo ist hier noch ein blaues Medaillon. Hier? Irgendwo hier unter mir. Komme ich denn da hin? Noch ein Teilstück. Ah, ich glaube, das ist für das eine Ding, was wir da vorhin gesehen haben. Kleiner Schlüssel. Ah, ist auch eine Schlange. Weil kann ich eh nicht mitnehmen, doch? Okay. Noch einer. Ah, jetzt bin ich voll. Immerhin Heilung.
Kommen die denn auf einmal her? Guten Tag. No puede ser. Noch einer rum. Aber ich bin ja hier eh falsch. Oh, muss da rein. Das sind sogar zwei. Objekte verwalten, wenn sie ein Objekt nicht aufnehmen können, weil ihr Inventar. Das kommen sie. Damit kommen sie jetzt. Brauche ich nicht. Hühnerei. Gut, Benzin. Das ist doch schon mal was. Kommt er her oder? Dann wird zurück. Na, komm mal näher. Mach's gut. Ah ja, Munitionverschwendung. Wir müssen ja nicht alles töten. Dammit, ich muss ja hoch. Hier lang. Ist mir echt einer daher gerannt. Er lebt immer noch. Mein Messer ist fast kaputt. So, ich hoffe mal, wir haben jetzt hier alles. Ich denke mal, außer das da hinten. Oh, das ist jetzt unwichtig. Diese Steintafeln da, die sind bestimmt für das da unten. Da, für das da. Gehen aber jetzt nochmal zurück. Zum Händler. Mission abgeben.
Sieh dich um. Dir fällt willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Und die Mission? Hä? Aufträge. Ach, 3 Vipern verkauft. Ach, ich hab die verkauft gehabt. Willkommen. Ah. I see. Perfekt. Du bist eben ein echter Profi. Gute Arbeit verdient eine angemessene Entlohnung. Da können wir auch. Bin ich eigentlich angeschlagen? Ich komm jederzeit wieder. Willkommen. Was geht mit ihm? Ein Süßwasserfisch aus der Familie der Sonnenbarsche. Sein mild schmeckendes, nahrhaftes Fleisch stellt die Gesundheit wieder her. Ach, sogar den Anhänger kann man verkaufen. Okay. Besten Dank. Können wir noch was tun? Ich würde gern das hier noch besser. Eine gut eingestellte Waffe. Bist du beeindruckt? Bei dem handwerklichen Geschick ist das kein Wunder. Ah, komm. Für diese Arbeit braucht es Fingerspitzengefühl, Fremder. Auf die Details kommt's an. Wirst schon sehen. Wäre das 7. dann alles? 3 brauche ich noch. Wie bitte? Wo wir unsere Wacht. Stirb mir da draußen nicht weg. Aber warum kann man eigentlich bei denen keine Munition kaufen? Willkommen. Das habe ich mich schon damals beim Original gefragt. Oh, wir haben ja Platz. Aber im Moment ist das okay so. Du meinst. Brenngranaten habe ich auch noch gar nicht benutzt. Achso, siehst du, ich könnte jetzt das Ding hier unten aufmachen. Ich habe ja den kleinen Schlüssel. Oh, ich bin sogar voll. Und was haben wir? Taschenuhr. Ist die wertvoll? 8000. Oh ja. Why not? Willkommen. Oh, was kann ich dir Gutes tun? Ein hervorragender Deal. Hat, oh. Wenn mir 150 fehlen. Ernsthaft? Brauchen wir irgendwas zu verkaufen? Oh, ja. Oh ja. Zack. Damit kann ich definitiv was anfangen. Feuerrad oder. Oh, oh. Deine Waffen sind in. Probier mal, ob's passt. Angenehme Reise. So, wir müssen jetzt dahin. Schrotflintenmunition kann ich mir nicht erstellen, ne. Ah, schade. Zwei Kisten. Und jetzt haben wir nur noch Schießpulver. Nicht Rohstoff. Wieso kriege ich Rohstoff, wenn ich nicht immer eine MP habe? Frech. Das ist gemein. Ich hätte gerne Flintenmunition.
denke mal, hier fehlen uns noch welche. Ja, drei fehlen. Zwei habe ich. Gelbes Kraut. Jetzt nochmal grünes, da wäre ich glücklich. Aber ich kann die ja schon mal kombinieren. Oh, hier ist noch eine. What? Wo? Da brauchst du noch eine. Und die ist wo? Ah. Da. War ich da schon? Moment mal. Könnt ihr auch gleich einsetzen, oder? Und eins fehlt noch. Geh nochmal. Da! Ich muss auch nochmal zurück. Habt ihr echt übersehen? Ich muss nach rechts. Oh, hier sogar noch eine Gischt. Da unten. So weit so oben, hä? Hä? Da! Das waren alle. Hab alle. Aber nächster Auftrag. Kriege ich jetzt drei? Das wäre nett. Da könnte ich mir den Laser mal holen. Weil der ist, glaube ich, nützlich. Ich sehe, du hast dich um einen Auftrag gekümmert. Gut gemacht. Er hat halt einen ganzen Arsch voll Munition und ich kann davon nichts kaufen. Frech. Gute Arbeit. Vier Stück. Na dann, was kann ich für dich tun? Den Laser bitte. Hey, gute Entscheidung. Ich weiß, ich sage das oft, aber ich meine es. Stirb mir da drauf. Zubehör. Zack. Aus dem Licht weg. Oh, nett. Macht das Ziehen gleich angenehmer. Ich speichere nochmal. Und dann würde ich sagen, machen wir mal eine kleine Pause. Und für YouTube war es das dann mit der vierten Folge. Genau. Und wir sehen uns dann bei YouTube in der fünften Folge wieder. Und hier auf Twitch geht es gleich weiter. Mit Resident Evil 4, dem Remake für die PS5. Weißt du, ihr könnt jetzt über extra. Ja, weiß ich doch. Dann würde ich sagen, bis gleich.